Stagnation in der Wissenschaft bedeutet Rückschritt. Der Wettbewerb geht weiter und die Wissensgesellschaften entwickeln sich weiter. Und das ist wie, ein bisschen wie in der Industrialisierung. Wenn man eine Industriegesellschaft werden will, dann muss man die Voraussetzungen schaffen. Wenn man eine Wissensgesellschaft sein will oder werden will, dann müssen diese Bereiche wachsen können, dann müssen diese Bereiche dazu in der Lage sein, die Motoren dieser Entwicklung auch darzustellen oder zu sein und auf diese Art und Weise für das Wohl der gesellschaftlichen Entwicklung beitragen zu können. Deshalb ist es so wichtig, dass sich dieser Campus und die Flächen, dass sich für die Universität und für die Wissenschaftseinrichtungen eine Perspektive entwickelt. Und wir sind ja jetzt nicht nur ein paar Monate, sondern mittlerweile ja schon, viel, viel länger im Gespräch, jetzt diesen Masterplanprozess aufzusetzen und mit der Stadtgesellschaft gemeinsam Perspektiven zu entwickeln für das Neuenheimer Feld, für die Einrichtungen, die dort sind, selbstverständlich unter Abwägung der Interessenlagen. Also wir hoffen jetzt mit dem Masterplan nicht einen kleinen Schritt zu machen, sondern einen großen Wurf. Wir wollen eine Perspektive oder dazu beitragen, dass wir eine Perspektive erarbeiten, die für die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Heidelberg im Bereich und um das Neuenheimer Feld herum eine Perspektive von einigen Jahrzehnten Minimum erlaubt. Denn Planungen im Bereich der Wissenschaft und die Realisierung von Bauten im Forschungsbereich braucht Planungssicherheiten, braucht Freiheiten für die Zukunft. Wir wissen noch nicht, was wir in 15 oder in 20 Jahren für Gelände oder was für Gebäude wir dann bauen werden auf irgendwelchen Geländen. Man muss also Freiräume letztlich für die Wissenschaft planen, Möglichkeiten sich zu entwickeln, und das setzt ein großes Verständnis für die Bedürfnisse von Wissenschaft und Forschung, von Forschung und Lehre voraus.